Welchen finde ich besser, eins oder zwei? Ich glaube, also das ist echt irgendwie schwer zu sagen, weil ich würde sagen, die Story, die Handlung und so weiter ist im ersten schon schöner. Gefällt mir, der erste gefällt mir, was das angeht, wirklich besser. Aber man muss echt sagen, von den Gameplay-Mechaniken her funktioniert der zweite viel besser. Der zweite spielt sich angenehmer auf jeden Fall. Und ich mag auch, dass beim zweiten der Survival-Horror-Aspekt ein bisschen zurückgeschraubt ist. Der zweite hat auch super viele sympathische, tolle Charaktere und so weiter. Ich mag den zweiten auch wirklich gern. Aber ich würde sagen, alles in allem gefällt mir der erste besser. Aber ich glaube, so richtig kann ich das wahrscheinlich erst mit ein paar Jahren Abstand sagen oder so. Weil der zweite halt jetzt doch noch recht frisch ist. Er muss erst mal verarbeitet sein werden und dann ein bisschen liegen und reifen in mir. Und dann kann man die besser vergleichen, die zwei. Why, if it isn't Agent York! Thank you. You know, I think. Muss ich jetzt noch Skateboard fahren? Ich glaube, ich mache die falsche Hauptquest, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, ehrlich gesagt, hätte ich was anderes machen müssen. Das müssen wir jetzt anschauen. Das geht gar nicht anders. Wow. Nice. Jetzt wartet mal, ich glaube, das ist wirklich die falsche Quest. Ja, ganz genau. Ich muss ganz andere Sachen machen. Ah, das nervt mich gerade. Da habe ich gerade keinen Bock drauf. Da. Aber ich befürchte, ich versuche jetzt was. Ich versuche jetzt, dass wir trotz allem mit dem Priester reden in der Kirche. Ich habe es ja gar nicht versucht. Vielleicht geht's doch. Vielleicht können wir die Nebenquest doch annehmen, obwohl er noch die Hauptquest für uns hat. Bei Alexis hat's auch funktioniert. Deswegen lieber mal testen, bevor wir hier lang rum Hauptquesten. Lieber testen statt questen. Und falls das jetzt nicht geht, schauen wir uns erstmal die Nebenquests an, die uns sonst noch fehlen. Es gibt ja noch ein paar, wo wir die kriegen. Und ich mache das mal zwischen den Streams. Das mache ich dann bis nächsten Dienstag, so privat. Da opfere ich mein Wochenende dafür. Ein paar Stunden zumindest. Das müssen wir nicht im Stream machen. Das kennen wir ja alle schon. Und ich kann dann nebenbei irgendwas gucken. Ich mache mir die Simpsons an und dann ist es nicht so nervig. Ich hasse das, Sachen zweimal machen zu müssen. Was irgendwie komisch ist, weil die Missionen in dem Spiel sind sehr repetitiv. Ich mache eigentlich dauernd dasselbe. Aber es ist halt alles in nette Geschichten eingepackt. Das ist der Unterschied. Have you come? One, you are. Hey, one, the I suppose it's no. Have you. Hey, the I suppose it's no. Okay, nee, der ist kaputt. Bevor der nicht seinen Spam kriegt. Nimm das! Oh nein! Die göttliche Macht schützt ihn vor Kugeln. Ist das bei seinen anderen Kirchengängern hier auch so? Die Macht Gottes. Ach so, nee. Die anderen kann ich anschießen. Ich meine, das ist ja alles nicht tödlich. Kostet halt $100 Schmerzensgeld oder so. Aber der Priester ist unverwundbar. Sind andere Questgeber auch unverwundbar? Oder ist tatsächlich nur der Priester. Ich fände es ja witzig, wenn nur der Priester unverwundbar ist, weil er vom Herrn selbst behütet wird. Ah, ich habe ihn erwischt. Ich glaube, der Stuhl hat nur eine echt seltsame Hitbox. Ich glaube, das ist alles. Ah, wo ist dein Gott jetzt? Okay, dann schaue ich mal in den echt guten Guide hier auf Reddit. Von wem ist denn der, damit ich den nennen kann? Damit der hier seine Credits kriegt. Posted by Golden Devil Gamer. Vor 10 Tagen. Golden Devil Gamer, du bist ein echt teuflisch
goldener Videospieler. Muss man schon mal sagen. Ist wirklich cool. Ein sehr ausführlicher Guide hier mit allen Nebenmissionen, sogar mit ziemlich exakten Beschreibungen. So exakt will ich die Beschreibungen gar nicht. Ich lese nur immer Talk to Tyrant at the Church. Passt schon, mehr will ich nicht wissen. So werde ich es auch mit den anderen Quests machen. Ich will mich nicht spoilen, ich will nur so ein bisschen in die richtige Richtung geschubst werden. Aber super Guide hier. So. Schauen wir mal in unser schlaues Büchlein nochmal. Ach so, warte mal, nicht so schnell. Doch, warte mal, bis 25 können wir skippen. Bis 25 haben wir quasi alles. Und ab 25, da muss ich jetzt mal gucken, ob das nochmal so eine lange Reihe ist mit Tyrant. Talk to Tyrant, Talk to Tyrant, Talk to Tyrant. Ganz genau, das sind nochmal drei Tyrant Quests. Da freue ich mich zwar schon drauf, aber wahrscheinlich nicht mehr heute. Heute freue ich mich nicht mehr drauf. 37 und 38 fehlen auch noch. Wo müssen wir denn da hin? Ah, natürlich! Swamp Tour. Wir haben die Spezialtour 3, 2, 1, 2, 3, aber 4 und 5 fehlen noch. Na gut, das hätte ich mir denken können. Ja, da können wir aber wirklich hinschauen vielleicht. Ähm, 39 haben wir dann wieder. Oh, das war's. Oh, das war's. Die drei Quests vom Priester und dann die zwei Sumpftouren. Das ist alles. Dann sind wir durch. Crazy. Aber schaffen wir heute trotzdem nicht mehr. Machen wir dann wirklich nächsten Dienstag ganz entspannt, anstatt dass wir uns da heute durchstressen und durchquetschen. Aber mal schauen, dürfen wir die Flusstour 4 schon machen? Hallo? Darf ich nicht mit dir? Der will nicht mit mir reden. Was habe ich dir getan? Warum will der nicht mit mir reden? Liegt das daran, weil ich in der Realität den Weg zu ihm noch nicht freigeschaltet habe? Mal schauen. Verzeihung. Ob ich erst den Eisenbahnwaggon bewegen muss oder so vielleicht. Habt ihr den Sound gerade gehört, wie uns der Hund gebissen hat? Francis York Morgan klingt ganz schön knusprig. Lecker, lecker. Könnte nämlich schon sein, dass wir im Grunde jetzt erst die Interaktionsmöglichkeit mit dem freigeschaltet haben. Genau jetzt, wo wir das hier geöffnet haben. Ja, schauen wir mal. Steht er nicht hier, jetzt steht er da. Immer noch keine Interaktionsmöglichkeit. Guckt, ich glaube, diesen Briefkasten konnte ich jetzt nur öffnen, weil wir ein Messer haben. Messerbenutzung, ja! Rostige Briefkästen können wir jetzt öffnen. So, so. Es ist Donnerstag. Eigentlich sollte von 13 bis 20 Uhr Sumpftour sein. Es ist jetzt 13 bis 20 Uhr. Insofern, ah, ist das dann so ein rostiger Müllcontainer, den wir jetzt auch öffnen können? Ja, I see. Das ist cool. Nur, dass Chuck kaputt ist.
Finde ich nur so semi-optimal. Wisst ihr, was da vielleicht hilft? Speichern und neu laden. Weil wenn jetzt der Priester keinen Bock hat und Chuck auch spinnt, müssen wir vielleicht wirklich mal noch in Kapitel 3 reinschauen. Dann sparen wir uns vielleicht viel Ärger. Wisst ihr was? Ich habe eh gerade gespeichert. Schauen wir einfach mal, wie Kapitel 3 losgeht. Ob mir Kapitel 3 am Anfang gleich mal viel Steine in den Weg legt oder ob ich gleich relativ frei ins Spiel starten kann. Und die Bots, also die NPCs hier, die beiden, gleich ihre Quests für mich haben. Kapitelauswahl. Kapitel 3 2005. Los geht's. Schauen wir einfach mal. Speichert ist, kann fast nichts schief gehen. Dam dam diddle di du. Ich hab einen Schuh und ich bin eine Kuh und ich mach um 7.50 Uhr Mu. Nur um 7.50 Uhr. Zweimal am Tag. True Story. Doob 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 dee doo doo doob dee doo doo doo. Löwenzahn. Okay, überspringen wir das. Hey, Agent York! Überspringen wir das. Ich glaube, ich muss mir... Auf YouTube gibt es bestimmt ein The Movie. Dann muss ich mir vielleicht nochmal alle Cutscenes am Stück anschauen. Leider gibt es keine Cutscene-Galerie oder sowas in dem Spiel. Das wäre noch schön. Okay, wenn wir jetzt Glück haben, können wir jetzt einfach zum Priester und zum Bootsstand und alles passt. Ach, guck mal, wer parkt denn hier? Das ist ja seltsam. Da steht er, tatsächlich. Danny besucht anscheinend auch den Tatort des Öfteren. Dabei ist der einzige der Clarksons, der eigentlich so gar nichts mit allem zu tun hat. Na dann. Yeah! Okay, genug jetzt. Chuck, ich will Frustkrebse. You again? Ist mir Schnuppe, ob du vom FBI bist oder der Präsident persönlich. Ich habe jetzt keinen Nerv. Ja, das ist immer das. Da steht zwar, dass der von 12 bis 16 Uhr seine blöden Bootsfahrten macht, aber das stimmt einfach nicht. Das stimmt einfach nicht. Moment, steht da wirklich bis 16 Uhr? Weil dann, nee, da steht bis 20 Uhr, oder? Genau, aber das stimmt nicht. Der immer nur, wenn er da vorne am Wasser steht. Und das ist wirklich immer nur für ein paar Stunden ziemlich spät am Tag, habe ich das Gefühl. Warten wir mal eine Stunde. Vielleicht haben wir dann Glück. Es stimmt einfach nicht. Sein Schild lügt. Immer noch nicht. Bis 20 Uhr steht da tatsächlich. It's a lie. It's not true. Let's open his canisters. Let's wait till 18 o'clock. Forellen-Barschwanzflosse. Die brauchte ich, glaube ich, für irgendwas Wichtiges. Ich brauche aber viele davon, da reicht eine nicht, aber immerhin.
Hier findet man tatsächlich öfter mal relativ gute Rohstoffe bei dem. Man muss sich nur ein bisschen umschauen. Forellenbarschschuppe. Da heißen so viele Items so ähnlich. Woher soll ich wissen, was da was ist? Verdammt. Ups. Flusskrebsschwänze habe ich viele. Brauche ich eigentlich nicht mehr. Aber gut. Kann man auch gut verkaufen. Wobei wir eigentlich genug Geld haben. Brauchen wir auch nicht mehr. Aber gut. Achievements. Es gibt noch Achievements, die ich noch nicht habe. Wo es darum geht, dass man, glaube ich, vor allem Sachen wirklich verkauft. Für einen gewissen Gesamtwert. Da fehlt mir noch was. Also Stempel meine ich. Um genau zu sein. So, gleich ist es 18 Uhr. Skaten wir mal zurück zum Anlegeplatz, zum Steinwurfplatz. Und hoffen wir mal, dass wir wirklich dann schon... Boot fahren dürfen. Dass er nicht mehr auf seinem Tresen sitzt. Ah ja, ich glaube, jetzt sieht es gut aus. Ah, wunderbar. Jetzt dürfte es wirklich funktionieren. Ich glaube, in Wirklichkeit sind die Zeiten 18 bis 20 Uhr, nicht 13 bis 20 Uhr. Da wurde eine 3, also eine 8 halbiert oder so, keine Ahnung. You again? Alright, the dock's just up yonder. Let me figure out the route. So, 1, 2, 3. 3? 3 haben wir eigentlich schon. Aber dann muss ich wohl in Stufe 3 nochmal das Vögelchen treffen. Damit wir Stufe 4 verreischalten. Also gut. Konzentration. Ich brauche die Pistole hier. Die ist eigentlich meine perfekte Sumpfpistole. Aber perfekt ist halt relativ. So, voll schnell. Shit, das war nicht gut. Nein, das wäre wichtig. Ja, die habe ich. Das ist gut, das ist die Hauptsache. Alles andere ist wurscht. Ah, immer diese gemeinen Kameraschwenks. Oh, kommen jetzt die Reptilien, die Krokodile. Hier kann ich nämlich, glaube ich, gut Bonuspunkte machen. Mit unserer super starken Waffe. Das war nicht schlecht. Das dürfte ein paar Zielscheiben wieder gut gemacht haben. Ah, komm schon. Ah, unmöglich. Es gibt auch Weihrauch oder beziehungsweise irgendwelche Fetische, die einem hier bei diesem Minispiel helfen und die Zielscheiben leichter zu treffen machen. Da könnte man sich's noch vereinfachen, aber whatever. Haben wir eh schon Gold. Mich wundert es, dass wir den vierten noch nicht freigeschaltet hatten. Aber gut, schauen wir mal. War das nicht der Dialog mit dem Spechtkiller oder so? Er redet auch seinen Standardtext. Ich habe doch seinen blöden Specht getroffen. Die nächste Spezialität ist ein bisschen anders als die bisherige. Ach so, wartet mal. Ja, jetzt verstehe ich.
Jetzt kriegen wir die vierte. Ich hätte einfach mit ihm reden müssen. Die dritte haben wir jetzt als Bonus nochmal gemacht. Also nochmal fürs Protokoll. Irgendwo habe ich eine Zielscheibe mit einem Tier drauf versteckt. Die musst du finden und dann mit der Knarre ein Loch reinmachen. So großspurig, wie du dich immer aufführst, sollte das ein Klacks für dich sein. So, jetzt haben wir Spezial-Tour de Reptil-Sumpfboot 4. Okay, Patty. I'm going to try asking you that question. You again? Nein, nicht reden. Aufhören, bitte. You again? Ich bin verdrückt. Ich will Sumpfbooten. Let me figure